Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metro Exodus. Und wir pumpen mal die Waffe auf. Halt. Warte, pumpen wir. Nein, nein, nein. Oh, ich verbrate die ganze. Nein, jetzt habe ich die ganze Munition verbraten. Aber es war doch hier. X drücken und aufladen, oder? Okay. Wie oft muss ich das machen? Ich sehe schon. Ah, so 4, 5 Mal. Ist eine fiese Waffe. Ja, toll. Was bringt mir? Jetzt habe ich keine Munition mehr. Jetzt habe ich die dummerweise komplett verschossen. Oh, Mann. Okay, alles klar. Wie soll ich denn gegen so ein Viech ankommen? Es bringt nichts. Kann der nochmal hier nachladen? Aber ohne Munition bringt mir der ganze Spaß gar nichts. Ich hoffe, dass es da hinten jetzt dann mal eine Werkbank gibt. Und auch irgendwie nochmal ein bisschen Munition, weil damit ist man hier nicht besonders verwöhnt. Einmal kurz gucken auf die Karte. Man könnte auch... Warte mal, man kommt ja auch anders rüber, oder? Warte mal, man kann... Wenn ich die Karte mir jetzt mal anschaue, dann komme ich über die Bahnbrücke rüber, ohne durchs Wasser zu müssen. Das schauen wir mal. Gehen wir nochmal zurück. Oh, halt, das ist hier schlecht. Greifen die mich jetzt an? Oh, es regnet. Geiles Spiel. Wirklich geil. So, schauen wir uns da mal hoch. Also selten, dass ich ein Spiel wirklich, wo ich selber sagen würde, ich suchte es, aber ich habe echt mich schon heute den ganzen Tag darauf gefreut, das wieder zu spielen. Pass auf, wir gehen mal... Ja, ich gehe rüber zum Hafen, aber jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch irgendwie Munition bekomme. Hat der da irgendwas? Nee, der hat da nichts rumliegen. Hm, okay. Dann kriegen wir es auch so hin. Wenn wir hier rüber gehen, dann kommen wir nämlich trockenen Fußes über rüber zum Hafen. Schauen wir nochmal nach. Ah, ich muss hier runter. Irgendwie muss ich hier runterkommen. Da. Ist sogar ein Zeichen für eine Treppe. Aber wenn ich da runter gehe, komme ich genau... Ah, da ist ein Boot. Jetzt. Alles klar. Sehr schön. Und hier komme ich sogar auch so rüber. Aber hier bumpert mein Herz so. Oh no. Oh nee, hör auf. Bin ich da jetzt echt ab... reingefallen? Okay. Sehr ungut. Aber wisst ihr, was auch mega ungut ist? Ich habe halt echt keine Munition. Gut, sind eh zu viele Viecher. Dann probieren wir es mal mit ein bisschen Schleichen oder sowas. Hier liegt auch irgendwo kein Loot rum, was man mal einsammeln könnte. Boah, eklig. Kann man nichts aussammeln aus dem Ding, oder wie? Ah, nee, jetzt hat der mich entdeckt. Das ist natürlich super scheiße. Vielleicht, wenn ich dem nicht zu nahe kommt, lässt er mich in Ruhe. Aber natürlich, hier kann schon überall das Nächste sein. Ist der auf seinem Auto geblieben, ja? Der ist auf seiner Hundehütte sozusagen. Ein bisschen wenig zum Einsammeln gibt es in dem Spiel. Da ist so ein Riesenkrebs, aber der kommt nicht an Land, oder? Warte, ich mag mal da hinschauen. Vielleicht gibt es da irgendwas, was man gebrauchen kann. Lass nochmal da gucken. Schnelles Speichern, Laden, Sammelobjekte. Postkarten. Moskau, die Wolga, ja, alles klar. Tagebuch. Tipps. Tipps, schauen wir mal. Die Effizienz der Druckluftwerfer hängt vom Druckbehälter. Ja, okay, alles klar. Ah, was schau. Durch, pass mal auf. Ist diese zu ring, vergeudest du deine Munition nur.
Durch Erzeugung von Überdruck kannst du die Reichweite und die Feuerkraft der Waffe hingegen vorübergehend erhöhen. Alles klar. Das ist fast klar. Also es sind so ein paar Infos, die man sich eigentlich denken kann, aber jetzt. Midi-Pack. In kritischen Situationen, Midi-Pack, sorge dafür, dass dir. Okay, alles klar. Nee, weiß ich gerade auch nicht. Passt. Gehen wir weiter. Packt das Ding weg. Es schüttet wieder Zau. Ich versuche jetzt, mich irgendwie mal so durchzuschleichen, ohne irgendwie in Konflikt zu geraten mit irgendwelchen Viechern. Über die Kuppe kann ich nicht gucken. Aber es ist wirklich ein geiles Spiel. Selten, dass mich ein Spiel so packt. Ich wüsste eigentlich gar nicht im Moment, was mich in den letzten Jahren so gepackt hat. Gut, natürlich Forza Horizon 3 war schon sehr, sehr geil. Aber das Spiel legt nochmal einen drauf. Oh, komm mal her, da ist was. Hat der was, was wir jetzt erbeuten können? Alles klar, haben wir mal einen gefunden. Was bedeutet das? Ich habe jetzt wieder 4 Schuss oder wie? Ja, auch nicht. Da auch noch irgendwas? Okay, alles klar. Cool, dass wir mal jetzt irgendjemanden gefunden haben, von dem wir irgendwas erbeuten können. Aber das ist irgendwie auch noch nicht genug hier. Vorher braucht man keins anzumachen. Und wir können die Waffe irgendwie, pass auf, mit X und B können wir die jetzt irgendwie modifizieren, oder? Eine andere Trommel rein oder sowas, kann das sein? Das kapiere ich nicht so ganz. Und meine Druckluftwaffe, die habe ich jetzt auf den Boden gelegt, oder wie? Das will ich irgendwie auch nicht. Die will ich irgendwie mitnehmen, weil die war schon sehr specialig. Aber jetzt finde ich sie schon gar nicht mehr. Okay. Nicht so schlimm. Wo ist meine Druckluftwaffe? Das ist sie leider auch nicht. Okay. Was soll's? Kurzer Spaß mit der Druckluftwaffe. Wo ist die? Das verstehe ich jetzt nicht. Wo ist die Druckluftwaffe? Soll ich den Fisch jetzt machen? Hat ja auch keinen Sinn. Gib mir meine Druckluftwaffe wieder. Meine Herren. Okay. Gehen wir mal weiter. Wir müssen noch irgendwie diesen Techniker finden. Lass mich bloß in Ruhe. Ich weiß nicht, was uns hier oben erwartet. Kleinvieh. Sind wir schon noch auf Kurs, ja? Wir müssen da so rüber. Lass uns mal da reinschauen. Vielleicht gibt es da drin irgendwas zu holen. Überall brennt Feuer. Ah, ist das eine Werkbank oder wie? X. X und B. Und dann kann ich den Lauf dahin machen oder wie? Wenn ich jetzt B drücke. Check ihn nicht. Ruh dich aus, um andere Tageszeit abzuwarten. Ah, alles klar, das ist hier ein Ruhepol oder ein Ruhepunkt. Interessant. Aber ich will mich eigentlich gar nicht ausruhen. Ich würde ganz gerne mal den Typen finden, aber dann ruhen wir uns mal aus. Das ist ja auch so angebracht in so einer Krisensituation, dass man sich ausruht. Okay, und jetzt kann ich einfach mal abwarten bis zum nächsten Tag, oder wie? Okay. Ui, geil. Geil. Wirklich geiles Game. Zeitraffer. Wir schlafen ein paar Stunden. Und schon ist der nächste Tag angebrochen. Wunderbar, der Wecker klingelt. Das Feuer brennt auch noch, oder? Jawohl. Zähneputzen nicht vergessen. Kann ich da noch was nehmen? Hat der da irgendwas drin? Komm. Was ist denn das?
Nee, ausruhen will ich mich jetzt hier nicht mehr. Ich brauche verdammt nochmal Munition. Kann man uns da anhören, das Band? Jetzt können wir was bauen. Midi-Pack. Diese Standard-Armee-Ausgabe des Midi-Packs enthält Schmerzmittel sowie Mittel gegen Massenvernichtungswaffen. Herstellen. Okay. Ah, Pistolenpatronen. 44. Oh, cool. Können wir die jetzt herstellen? Ah. Wir können hier auch unsere eigene Munition herstellen. Da fehlen uns diese Zubehöre, aber wir können uns noch. Okay, da Wurfmesser, da fehlen uns. Was kann man aus der Dose basteln, herstellen? Köder. Was haben wir noch? Handgranaten herstellen. Molotow-Cocktails. Okay. Alles klar. Das habe ich noch nicht so ganz drauf. Reparieren. Die reparieren wir. Was brauchen wir? Ah, da fehlt uns Zubehör. Da fehlt uns Zubehör. Oh, nicht aufhören, nicht aufhören. Nicht aufhören, nicht aufhören. Das ist jetzt mal richtig geil mit der Werkbank. Das probieren wir nochmal. Das ist nämlich mal, da kannst du richtig geil die Waffen modifizieren. Okay, reinigen. Reinigen ist nie schlecht. Schließen. Habe ich jetzt wieder Munition? Jawohl, geil. Ah, richtig cool. Jetzt können wir sich da mal ein bisschen besser bewegen. Geiler Platz hier. Geiler Platz, auf jeden Fall. Sehr, sehr geil hier. Jetzt dürfte das ein bisschen leichter sein, hier voranzukommen. Irgendwo ein Viech gerade gehört. Also ich finde das echt geil. Die Kombination aus Rumschießen und so ein bisschen erforschen, das ist irgendwie so genau mein Geschmack. Uah! Shit, 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 shit. Alter, ich drück wie narrisch X. Aber der Typ geht nicht down. Ich glaube, da wird mir jetzt gleich dieser Mechaniker helfen, oder? Alter. Damit habe ich nicht gerechnet. Da zuckt er noch ein bisschen rum, der Kamerad. Was mit ihm? Ihn hat auch das Zeitliche schon gesegnet, oder? Hoffentlich war das nicht unser Mechaniker. Ich glaube aber nicht. Halte LB gedrückt, okay. Ach so, wegen am Feuerzeug wieder, oder wie? Ja, okay. Das hatten wir schon mal. Ah. Da hilft nur der Meister Propper. Ah, da geht's noch einfach mit Wasser. Ätzend. Okay, alles klar. Geil, wirklich ein geiles Game. Können wir uns eine Cola holen? Ne, Cola geht nicht. Schauen wir mal nach oben. Sehr, sehr cool. Gleich mal nachladen. Das ist ja echt cool, dass wir uns da irgendwie so eigene Kugeln herstellen können. Finde ich richtig genial. Das ganze Spiel ist der Wahnsinn. Das taugt mir so richtig. Jeder kennt es, dass er irgendwie schon nach einer Stunde feststellt, mit dem Spiel wird er nicht warm werden. Aber das ist mal wirklich genial. Ich hoffe, dass ich nicht an so viel irgendwelcher Beute vorbeirenne. Was haben wir da? Da ist auch wieder was zum Nehmen, oder? Jawohl. Das finde ich richtig cool mit dieser Werkbank, dass du da dein eigenes Zeug herstellen kannst. Mich wundert nur, dass die nicht im Zug ist. Da wird es ja auch noch Sinn machen. Aber okay. Kommen wir da rauf irgendwie? Müssen wir raufklettern, oder? Können wir hier klettern? Nee, da können wir nicht klettern.
Können wir da was nehmen? Nee, auch nicht. Wo müssen wir denn hin? Weiter rauf eigentlich, oder? Weiter rauf geht nicht. Geht das Safe auf? Jawohl. Was haben wir denn da? Auch wieder Munition, Chemie und was zum Schrauben. Sollen wir da runterspringen? Aber wir sind schon so gut wie richtig. Aber wir müssen, ja, da hoch wieder, oder? Uns springt bestimmt gleich nochmal was an. Ich spüre das. Ja, okay, hier waren wir schon. Also mich fasziniert, also ich finde das Spiel richtig geil. Es fesselt mich so richtig. Da. Ist immer richtig, oder? Verdammte Biester, der brennt die gerade weg. Komm, da gehen wir mal hin, der braucht jetzt unsere Hilfe. Okay. Du lässt den Kran für mich runter? Ach, da sind auch noch Mutanten hier. Soll ich jetzt auch einen Weg aufs Gebäude? Lässt den Kran für mich runter. Okay, alles klar. Dann schauen wir mal, dass wir irgendwie jetzt aufs Gebäude kommen. Boah, ey. Schwierig. Schwierig, schwierig. Hier wäre echt. Wir haben nicht so viel Munition. Dass wir da irgendwie Platz haben, einfach mal vier Mutanten abzuknallen. Ah, komm, jetzt hat er mich. Okay, ich habe echt ein Scheißproblem. Okay. Weil die machen mich jetzt natürlich fertig. Okay. Da kommt man vielleicht irgendwie aufs Gebäude rauf. Dummerweise läuft der auch nur noch sehr, sehr langsam gerade. Nein. Jetzt heißt es konzentrieren. Also das ist hier wirklich, glaube ich, zum Weglaufen gemacht, denn du kannst es nicht irgendwie alle abschießen. Okay, ich muss irgendwie noch weiter aufs Dach kommen. Uiuiui, da geht's rauf. Okay. Wo soll ich mich festhalten? Was fliegt denn da hinten? Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Er schießt jedenfalls alle ab. Das ist schon mal gut. Aber da wird mir irgendwie nichts angezeigt, dass ich mich festhalten könnte oder so. Ja, verdammte Biester, total. Habe ich noch eine andere Waffe? Ich glaube schon, gell?
Ah, jetzt hat. Alles klar. Ja, ich komme. Der Mechaniker. Sehr cool. Jawohl, richtig geil. Du bist nicht schlecht, Bruder. Das war irre. Diese Mutanten sind ziemlich heftig. Die Dorfbewohner hatten keine Chance gegen sie. Aber du hast sie einfach abgemurkst. Naja. Nun freut mich, dich kennenzulernen. Hallo. Ich heiße übrigens Crest. Gehörst du Crest? Die Einheimischen wollten nicht mal mit dir reden. Haben direkt das Feuer eröffnet. Wo ist der Zug? Der muss irgendwo da hinten ist der Zug. Diese dummen Mistkerle. Ich bin schon lang genug hier, um zu wissen, wie das Spielchen läuft. Die haben da einen. Geil. Glauben, dass Technologie die alte Welt zerstört hat. Mhm. Daher sind sie hier nicht gerade freundlich zu klugen Typen. Und ich? Sie wollten mich gerade einsperren, als ich mich bereit erklärte, gegen ihre elektrischen Dämonen zu kämpfen, um für meine Sünden zu büßen. Denn offensichtlich steckte ich mit dem Satan unter einer Decke. Und was für ein Satanist ich bin. Ich müsste auch noch mal irgendwie in meine Hütte da hinten. Und jetzt reise ich nach Osten. Ich bin diesen Teil des Landes leid. Es gibt hier nichts mehr zu tun. Ja. Die Städte sind weg und überall lauern Banditen und Bestien. Lava, lava, lava. Ah, hier kommt man gar nicht mehr runter. Mich mit meiner Motordresine voller Waren her. Wie läuft das hier ab? Oh, ein bisschen zu viel gelabert wird in dem Spiel. Das mögen ja manche richtig geil finden. Aber ich finde, das nimmt einem immer so ein bisschen den Fluss raus. Und das ist ein bisschen langweilig. Alleine könnte ich ihn nie durchziehen. Aber wenn ihr auch nach Osten wollt. Ja, klar wollen wir nach Osten. Was ich durchs Fernglas erkennen kann, ist es ein Wunder, dass eure Lok noch fährt. Die fährt super. Nimm das Fernglas. Ich zeig Danke. Dir, wo alles ist. Ja, zeig mal her. Zeig mal her. Schau zuerst zur Brücke. Siehst du den Abschnitt oben? Nö. Wenn der Notmechanismus noch funktioniert, wird er heruntergelassen. Katja aus der Kirche kennt das genauer. Ich selbst bin nie auf der Brücke gewesen. Wo muss ich hingucken? Dort zur Rechten. Ach, da. Der riesige Hangar. Das ist das Terminal. Die Kultisten betrachten es als... Was denn für ein Terminal? Jetzt Haarfisch lebt dort, weißt du? Was denn für ein Hangar ist ein Riesengebäude, wo ein Flugzeug reinpasst? Siehst du das Gebäude bei den Waggons? Das war mal das Zugdepot. Jetzt gibt What? Es ein paar Banditen, aber der Ort an sich ist nicht schlecht. Okay. Es spielt ja keine Rolle, aber... Daneben ist auch nicht übel. Dort kann man gut jagen und so. Okay. Deswegen habe ich mehrere sichere Lager aufgeschlagen. Wenn du okay. Findest, kannst du dich dort ausruhen und deine Ausrüstung reparieren. Okay. Es sei denn, du verbringst deine Nächte lieber am offenen Lagerfeuer. Ja, Scherzkeks. Brauche ich nicht. Jetzt zeige ich dir mein Zuhause. Ja. Danke, das war ja voll für den Arsch. So, gehen wir mal dem, hinterher, dem Burschen, dem Crest. Was der so zu erzählen hat noch. Und runter mit uns. Ich würde mir ja viel lieber noch irgendwie Waffen bauen. Aber schaut euch mal das an. Das schaut so geil aus. Dieses ein richtig altes, gammliges, alter, gammliger Kran. Das ist meine Höhle. Schön. Und hier lebe ich. Ist zwar kein Palast, aber hier ist ein Bett. Ja. Fühl dich wie zu Hause. Alles klar. Ich habe eine Werkbank zum Basteln gebaut. Oh, sehr gut. Kannst du dich an den Rohmaterialien bedienen? Ja, ja, ja. Kannst du mir alles haben, was dir gefällt? Ja. Ich kann eigentlich alles mitnehmen. Das ist deine Werkbank, oder? Alles klar, komm. Das ist geil. Werkbank ist immer cool. Was haben wir denn da? Atem, können wir die jetzt reparieren? Ja, haben wir repariert. Sehr cool. Dann die Waffe. Halt. Reinigen. Okay. Was haben wir hier? Also das leichter Griff. Können wir da... Nee, können wir gar nicht hinmachen, den leichten Griff. Kurzer Munitionslauf. Okay. Da können wir was modifizieren. So ein Reflex. Machen wir das mal hin. Hammer. Und was haben wir noch? Kleines Magazin. Ah, und das nächste wahrscheinlich das große, das haben wir noch gar nicht. Okay, alles klar.
Halt, Kugeln oder sowas ich noch bauen. Warte. Gleich wieder zurück. Die wissen, wie man repariert. Ja, ja. Pass mal auf. Herstellen von MIDI-Kit. Gleich wieder voll machen. Munition. Bevor die Arschlöcher mich davongejagt haben. Diesen Schwachköpfen hat meine Taschenlampe. Nee, da habe ich nicht genug Materialien dafür. Das ist gar nicht so einfach hier. Die Waffe können wir auch noch. Ach, das ist die Druckluftwaffe. Ja, komm. Reinigen. Die ist gereinigt. Und dann können wir da auch noch was montieren. Ah, einen größeren Vorratstank. Das ist ja mal geil, oder? Oder? Warte, lass mal schauen. Scharfschützengriff und Vorderschaft. Und das ist leichter Griff und. Ja, okay, alles klar. Das tun wir natürlich montieren. Geil. Das taugt schon richtig. Druckluftstandard, da können wir noch nichts weiter machen. Aber was wir noch brauchen, ist unbedingt noch Waffen. Mein Gott, bei Schließen gehe ich immer raus. Ich will da gar nicht raus. Komm nochmal. Ich will nochmal Waffen für die Druckluft. Kugeln für die Druckluftwaffe irgendwie bauen. Okay. Die haben wir doch schon gereinigt eigentlich. Aber dann reinigen wir es halt nochmal. Ja, da passiert nichts mehr. Wo können wir denn Munition herstellen? Kein Gerät, Röhrenmagazin. Kugeln. Das sind diese Kugeln. Aber 15 ml Stahlkugellager werden aufgrund von glatter Oberfläche Reinigungsmaterialien herstellen. Da herstellen. Alles klar. Oh, da fehlen mir ein paar Materialien. Okay. Warte, gehen wir mal zurück. Der hat ja gesagt, der hat noch was rumliegen. Vielleicht können wir da was nutzen. Da hat er doch was. Können wir da aus dem Topf irgendwas bauen? Nee. Das brauchen wir auch nicht. Wo können wir noch was nutzen? Was haben wir hier? So ein paar reine Molotow-Cocktail, alles klar. Du hast ein Molotow, halte geh, um das auszuwählen. Okay, alles klar. Nee, das wählen wir jetzt nicht aus. Sehr gut. Da hat er ein paar Sachen, die wir auch gut gebrauchen können. Was haben wir da noch? Licht, Leuchtmittel, ein Hammer, das ist die Werkbank. Okay, ich glaube, jetzt können wir uns vielleicht Kugeln herstellen. Machen wir das mal. Saugeil. Richtig geiles Game. Das taugt. Hoppala. Ja, nehmen wir das mal mit und dann bauen wir hier nochmal was. Und zwar, wir brauchen unbedingt Munition, meine Lieben. Meine Lieben und Netten. Und das versuchen wir jetzt noch herzustellen, bevor wir dann mit der nächsten Folge beginnen. So, schauen wir mal. Kein Gerät, Röhrenmagazin, Reflex. Halt, das Hammer. Wo stelle ich denn, da stelle ich die Kugeln her. Habe ich da jetzt alles? Herstellen. Wie viel kann ich herstellen? Okay, wir haben ein paar Sachen herstellen können, sehr cool. Und Ausrufezeichen gibt uns wahrscheinlich an, dass wir da auch noch was verbessern können, oder? Wir können reinigen, okay, die haben wir noch nicht gereinigt. Doch, aber da gibt es noch weitere Sachen zum Abschließen, oder? Weil sonst wäre doch das Ausrufezeichen nicht da. Weiß ich gerade nicht. Und das haben wir eigentlich auch schon repariert. Ah, guck mal an. Ausrüstung. Oh, Wahnsinn. Cargo-Weste, Atemschutz. Da können wir was machen, oder? Kompass. Das können wir auch noch modifizieren mit einem Kompass. Den machen wir hin. Kompass ist dran. Sehr cool. Und dann haben wir jetzt noch eine, die Waffe. Da können wir noch was machen. Die können wir jetzt noch, halt, nee, einmal die Waffe. Die wählen wir aus. Dann reinigen wir die. Okay, das geht nicht. Aber hier ist noch ein Ding. Das können wir, einen Schalldämpfer können wir montieren. Alles klar. Jetzt haben wir einfach mal alles ein bisschen abgegradet. Und machen uns gleich mal auf den Weg. Ja, toll. Aber dafür habe ich keine Munition. Ja, shit. Meine Lieben, wir haben eine halbe Stunde schon wieder zusammen. Geht mega schnell. Wir machen hier einen kurzen Break
Und dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge wieder. Herzlichen Dank fürs Reinklicken. Lasst euch gut gehen. Ciao und bis zum nächsten Mal.